Schlimme Verabredungen sind unerträglich. Dafür haben wir eine Lösung. Wenn die erste Scheiße ist, sag einfach next. Kein Mitleid für den Loser. Der kriegt bar auf die Kralle für jede Minute, die er aushält. Der, der bis zum Ende durchsteht, wählt. Entweder sie verabreden ein zweites Mal oder die Mäuse nehmen und rennen. Sei aber vorsichtig. Du könntest next sein. Hallo, ich heiße Alex. Und ich bin ein 18-Jähriger bei Gymnasium. Ich treibe viel Sport und mag einen sexy und starken Körper haben. Ich suche ein Mädchen, das nachkommen kann. Hallo, ich bin die Asli, ich bin 17 und ich höre kein Next, weil es nichts schöner als diese Döner gibt. Hallo, ich bin die Lena und ich bin 17 und ich höre kein Next, weil ich so megamäßig abgespaced bin wie mein Musikgeschmack. Ich bin die Melanie, ich bin 20 Jahre alt und ich höre kein Next, weil ich Schönheit und Fähigkeit obendrein habe. Hallo, ich bin Sabine, ich bin 18 und ich höre kein Next, weil ich die anderen überlisten kann. Also Mädels, ich bin die Erste, wünsch mir Glück. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Oh, endlich, jetzt habe ich irgendwie Platz. Oh, ich auch. Und jetzt warten wir. Sexy Lady, hier bin ich. Ich bin die Alex. Mein Lieblingssport ist Fußball. Zieh das an und triff mich auf dem Spielplatz. Okay, bis bald. Bis bald. Gut, hier sind die Regeln. In 2 Minuten muss ich so viele Elfmeter wie möglich schießen. Du bist Torwart. Wenn ich mehr als 5 schieße, bin ich der Sieger. Wenn ich weniger als 5 schieße, bist du der Sieger. Bist du soweit? Ja. Jetzt geht's los. Bist du bereit? I am bereit. What's going on? Ich hab gewonnen. Machen wir mal Pause? Ja, gehen wir. Gut gespielt. Du bist eigentlich kein schlimmes Torhüter. Danke. Welche ist dein Mannschaft? Kaiserslautern. Was? Next. Was? Das habe ich dir auch verbal gesagt. Es ist mir sowieso egal. Kaiserslautern für immer! Ich bin ein großes FC Bayern-Fan. Ich könnte niemals einen Kaiserslautern-Fan lieben. Sieht so aus, als könnte dieses Paar niemals sein. Asis Date hat 31 Minuten gedauert und sie kriegt 31 Euro. Vielleicht wird Lena ihren Charme spielen lassen. Hey! Schon zurückgekommen? Wie war's? Es war unglaublich blöd. Kein Erfolg.
Nein, du bist aber die Nächste. Oh, ich. Viel Glück! Oh, okay. Tschüss! Rock on! Next. Tja, ich weiß nicht, warum sie nichts gesagt hat, aber das ist sowieso egal. Die ist ein Arschloch. Sie hatte eine Rammstein-T-Shirt. Was für ein unerträgliches Band. Deshalb muss ich Next sagen. Alex findet Lenas Musikgeschmack nicht so megamäßig abgespaced. Lena kehrt mit nur 1 Euro zurück. Jetzt ist Melanie daran. Du bist jetzt schon zurück? Ich wurde sofort genextet. Nein. Ich habe gedacht, ich war so Rassist oder was. Was? Du bist die Nächste. Tschüss, Schlampen. Tschüss, tschüss. Endlich bin ich dran. Hallo, ich bin die Melanie. Hallo, ich bin die Alex. Ich brauche ein Mädel, das tanzen kann. Willst du mit mir tanzen gehen? Natürlich. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an den Buntstift, Mama sagt, lass das, doch es entspannt mich leider geil. Diagnose Psychose, mir doch egal, denn ein Limit vor dem Aufstehen leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone leider geil. Hab endlich einen Job, muss morgen voraus, versack in der Kneipe leider geil. Die Zähne sind blau, es tut noch nicht weh, ich lebe nicht zum Zahnarzt. Magst du Italienisch? Spaghetti ist mein Lieblingsessen. Super. Lecker. Schmeckt gut, ne? Ja. Die Zeitgeber zeigt schon 57 Minuten. Die Date scheinen sich wirklich zu mögen. Aber wie geht dieses Date weiter? Hat es heute dir Spaß gemacht? Ja, ich liebe tanzen zu gehen. Gut. Und was machst du in deiner Freizeit eigentlich? Ich gehe gern Skilaufen. Ich will Englisch lernen. Ich will Texas besuchen, irgendwann. Ich weiß noch nicht wann, aber... Und du? Was machst du denn gern? Ich bin schon fertig mit der Schule. Ich arbeite gerade in einem italienischen Restaurant. Oh, cool. Ja. Melanie, ich habe mit dir viel Spaß beim Tanzen und Essen gehabt. Wir sind schon 75 Minuten unterwegs. Jetzt musst du dich entscheiden. Willst du ein zweites Date haben oder 75 Euro? Was wird Melanie entscheiden? Will sie lieber das Geld nehmen? Oder eine Chance für wahre Liebe haben. Alex, ich habe auch viel Spaß heute gehabt. Ich liebe Tanzen und ich liebe Spaghetti und ich mag dich. Aber ich muss das Geld nehmen und shoppen gehen. Ja, das Date war ziemlich cool. Aber ich freue mich auf mein neues Kleid. Winnie war ziemlich süß, aber am Ende war sie wirklich eine Schlappe. Hey Alex, leck uns am Arsch! Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal für Alex. Melanie, gratuliere!